Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich doch im Hotel schlafen. Aber unser Zielpunkt ist zum Glück nicht so weit weg. Wir können uns noch einen Dialog anhören. Sagt das Nummernschild eigentlich Video Games? Bisschen schon. Das war der Dialog, er hat gerade einfach nur gesummt. Warum nicht? Aber hast du es erkannt? Nee, was hat er denn gesungen? Ich weiß es nicht. Ach so. Nee, hätte ich jetzt nicht erkannt. Ich glaube, das war einfach nur so vor sich hingesungen. Den Leuten ist es so scheißegal, ob man mit Blaulicht kommt oder nicht. Außerdem fahren die auf Schienen. Die anderen Autos sind totale Panzer. Man kann die gar nicht wegrammen. Selbst wenn man wollte. Müsste jetzt nicht schon langsam das Hotel kommen oder bin ich schon wieder irgendwo falsch abgebogen? Ich habe doch kein Orientierungssinnspiel. Das Benzin geht mir auch gleich aus. Aber da vorne ist es, glaube ich, oder? Es dauert nur ein bisschen, bis es geladen wird. Wahrscheinlich stehen deswegen so viele Bäume überall. Nein, das ist es gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ich werde wahnsinnig. Habe ich mich echt verfahren? Bin ich echt irgendwo falsch abgebogen? So viele Möglichkeiten gibt es doch gar nicht. Ja. Da ist es. Ich bin irgendwie wirklich... Hä? Aber dann müsste ich dran vorbeigefahren sein, oder? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Na, wo bin ich denn rausgekommen? Da muss ich jetzt mal drauf achten. Da hinten ist es. Ah, ich bin wirklich, ich habe die Ausfahrt verpasst. Man hat es nicht gesehen von der Straße aus. Da hätte ich rein müssen. Ah, okay. Da, wo das große Schild und mit dem riesigen Pfeil zum Hotel führt. Ich verstehe. Oh, ist gar nicht so leicht, hier ins Bett zu kommen in dem Spiel. Und vor allem bist du auch schon ziemlich runter mit dem Benzin. Ja, stimmt. Jetzt will er wieder reden, aber wir können jetzt nicht mehr reden. Wir haben noch genug lange Autofahrten vor uns. Jetzt schlafen wir erstmal. In echt ist das bei dir ein bisschen besser, bei mir nicht. Ich bin auch in echt ziemlich orientierungslos immer. Selbst mit Navi finde ich eigentlich selten dahin, wo ich hin will. Als wenn du Auto fährst. Nee, nicht, auch wenn ich zu Fuß gehe. Auch wenn ich zu Fuß irgendwie das Navi anhabe. Ist das teilweise echt schwierig. Genau, die Orientierungslosigkeit. So, jetzt kommt die nächste große Herausforderung. Wir müssen unser Zimmer finden. Was ist denn das da? Ein Kaffee mit Milch. Den klaue ich einfach mal. Wer auch immer den hier stehen lassen hat, der wird ihn nicht vermissen. Red gleich mal mit Polly. Ach, Wetterbericht ist mir wurscht. Moment mal. Ein Ei in der Mikrowelle. Ist das nicht eine echt blöde Idee, Eier in der Mikrowelle warm zu machen? Aber es ist lustig. Na gut. Oh, hi. Ach ja, Mr. Morgan. Falls du etwas brauchst, kannst du eine Rezeption finden. Ich verkaufe jeden Tag Waren an meine Gäste. Ich habe zwar nicht viel, aber es könnte nützlich sein. Ganz schön geschäftstüchtig, was? Ja, sicher. Kaffee ist im Frühstück eingeschlossen. Keine Sorge, der Service ist hier so gut wie in jedem Großstadthotel. Prima, ich danke dir. Oh, also dann, was willst du? Na, schauen wir wirklich mal, was sie zu kaufen hat. Keine Ahnung. Munition, natürlich. Ist ja auch irgendwie ein Kleinstadthotel in den USA. Natürlich kann man dann Munition und Zigaretten vor allem kaufen. Und Süßigkeiten. Und was ist das? Eine Angelrute! Yeah! Die kaufe ich. Angelrute. Und Köder brauchen wir natürlich auch. Normale Wurmköder. Her damit. Das ist ein sehr seltsamer Wurm. Und wisst ihr was? Ich glaube, Maschinengewehrmunition kaufe ich auch ein bisschen.
Warum nicht? Hat sie eigentlich immer noch diesen Camouflage-Teppich im Speisesaal? Wahrscheinlich. Ich glaube, der wurde wahrscheinlich noch nicht ausgewechselt. Hä? Wo haben wir denn dann das letzte Mal gegessen? Hier nicht. Wo ist dieser Speisesaal, wo wir gegessen haben? Mein Gott, das ist Hotel. Ist so riesig. Ja. Ah, hier. Hier ist der Speisesaal mit Wüstencamouflage-Teppich oder so. Wo komme ich in mein Zimmer? Hier nicht. History of Green Vale. Wie heißt die Stadt, in der die Sabrina-Serie spielt? Green. Die heißt doch auch Greendale, oder? Ja, aber ich glaube schon. Die heißt Green Vale. Ah, ja, natürlich. Das ist ganz was anderes. Also die History, schauen wir mal. Holzfäller. Mehr Holz. Verarbeitungsbilder. Jäger, die Hirschen erschießen. Totes Schwein oder so? Ein Exponat. Mir wird ja richtig nostalgisch zumute. Ah ja, gute Äxte und Sägen. Ja, man sieht schon, alles nur dreht sich nur um Holzverarbeitung und Jagd hier in Greenvale. Oder drehte sich früher. Anscheinend ist ja die Industrie irgendwie zum Liegen gekommen, wobei es immer noch sehr viele Bäume gibt. Komisch. Ich glaube, ich speichere vorsichtshalber mal. Man weiß ja nie. $1. Warum kriegt man $1 für Speichern? Oder kostet? Warum kriegt man... Warum ist überhaupt irgendwas in dem Spiel, wie es ist? Ich hatte doch hier irgendwo ein Zimmer. Aber wer kennt das nicht in so großen Hotels, dass man mal vergisst, wo sein Zimmer wirklich ist? Und dann muss man schauen, welche Nummer man gleich nochmal hatte und dann... Also ich kenne das zumindest. Ich kenne das nur von Parkdecks. Ja, Parkdecks auch, das stimmt. Das ist nämlich das Problem, immer wenn ich auf dem Parkdeck fahre, ich vergesse, bevor ich losgehe, zu schauen, wo ich stehe. Sunnydale, das war Buffy. Ah, auch nicht schlecht. Diese ganzen Dales und Wales immer. Jetzt bin ich auf jeden Fall falsch. Na gut, mal schauen, was früher passiert. Finde ich mein Zimmer vor morgen 15 Uhr Ingame-Zeit? Das ist die Frage. Ich glaube, ich weiß gar nicht, kann das sein, dass eine Ingame-Stunde... nee, warte mal. Was? Nee, ich weiß nicht, wie schnell die Zeit in dem Spiel verläuft. Ich habe keine Ahnung. Oh, da vorne glitzert was. Könnte das meine Zimmertür sein? Oder ein Telefon? Sind das wieder die Telefone, oder? Ja, aber da hinten glitzert was. Könnte das meine... Ist mein Zimmer wirklich so nah? Könnte das sein? Das wäre so gut. Bin gespannt. Mal schauen. Oh yeah. Geschafft. Ah. Da ist er wenigstens zufrieden. Wir können eigentlich ruhig 12 Stunden schlafen, oder? Wir treffen uns erst um 15 Uhr. Dann ist es 10:30. Ja, dann schlafen wir 12 Stunden super hardcore. Oh, jetzt sind wir aber verdammt hungrig. Kann ich verstehen. Ich muss essen. Hier. Wir haben halt nur so kleine Snacks, oder? Ah, hier haben wir was. Geräucherter Lachs. Der ist gut. Gegen Hunger. Aber wir brauchen noch mehr. Dann essen wir noch ein Truthahn-Sandwich. Okay, geräucherter Lachs und Truthahn-Sandwich hat gereicht. Gut, dann kann es weitergehen. Letztes Jahr war ich im Urlaub, renne in ein Zimmer rein, dachte, meine Freundin wäre drin und merke, es war die falsche Tür und sehe, dass es zwei Leute waren, die kurz davor waren, sich zu vermehren. Oh. Tja, peinlich.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr großes. Also selbst wenn hier mal zu Höchstzeiten ganz viel Holzfäller von außerhalb gelebt haben, ist das immer noch ein sehr großes Hotel. Stimmt, Polly? Okay. Wir haben zumindest mal geschlafen und es ist morgen geworden. Aber jetzt müssen wir immer noch ein paar Stunden totschlagen, bis wir tatsächlich dann überhaupt zu unserem Questpunkt können. Ich könnte mal versuchen, dass... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Spiel so eine Komfortfunktion bietet. Aber ich könnte mal versuchen, ob es geht, dass wir, wenn wir am Questpunkt sind, zu der Zeit reisen, wo es quasi dann soweit ist, dass die Quest losgeht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wie soll man denn da hinkommen? Damn. Nimm mal eins von den schnellen Autos wieder. Die schwerer steuerbaren, aber schnelleren. Bis du die gefunden hast, ist die Zeit eh rum. Ja, wahrscheinlich. Das kann schon sein. Ich versuche jetzt mal, ohne auf die Karte zu gucken, dahin zu finden. Dann stimmt es wahrscheinlich wirklich. Der Tank ist voll. Auto ist repariert. Und es ist schneller, viel schneller als der Geländewagen. Also was kann schief gehen? So, where shall we go next? Oh, stimmt. Ich glaube, ich hätte von 9 bis 13 Uhr im Hotel essen können noch, oder? Ah, schade. Jetzt fahre ich nicht mehr zurück. Gibt noch genug Nächte wahrscheinlich, genug Tage, wo wir das von 9 bis 13 Uhr machen können. Mich würde es echt interessieren, wie schnell die Zeit in dem Spiel vergeht. Mir kommt es nämlich fast so vor, als würde die tatsächlich in Echtzeit vergehen. Aber halt, ne? Ah, der härteste Holzzahn der Welt. Verdammt. Oh, oder hallo, Moment mal. Kater. Das Essen-Symbol ist irgendwo anders auf der Karte. Da fahre ich jetzt vielleicht mal schnell hin. Ich glaube nämlich, das Essen ist gar nicht im Hotel, sondern hier, genau. Da ist ein kleiner Kater aufgewacht und hat gefrühstückt. Oh, kleiner Kater attackiert. Aha. Hier können wir essen. Vielleicht treffen wir hier wen Interessanten. Moment mal, im Sheriff Department? Man merkt, dass ich das Spiel echt... Ich dachte, ich könnte mich besser an das Spiel erinnern, als ich es tatsächlich tue. Ja, dann nehmen wir das Angebot mal an und gehen mal hier zum Mittagessen rein. Obwohl ich gerade Lachs und... Was war es? Ein Truthahn-Sandwich gegessen habe, aber... Das ist nur so ein Snack für die Fahrt gewesen. Jetzt kommt erst das richtige Essen. Aber wo gibt's denn hier das Essen? Essen denn die hier? Frag mich, ob es gegrillte Streifenhörnchen gibt oder so. Die haben doch so einen Gemeinschaftsraum. Kitchen! Die Küche. In der Küche gibt es scheinbar nichts zu essen. Na dann. Schade, schade. Gerade getestet, eine Minute sind 15 Sekunden Echtzeit. Ah, okay, gut zu wissen. Ah, hier. Lunch. Hello. Möchten Sie heute zum Mittag essen? Ich kann etwas zusammenzaubern. Ja, gerne. Ich werde es Ihnen sofort bringen. So, what exactly do you want to talk to everyone about? This case goes deeper than you think. The town folk may have heard about the murder, but they don't understand it. It's a very dangerous situation, and I need to warn them properly. I hope most of them are decent enough to come. No problem there. Emily has made all the arrangements. I've told everyone to gather around between 1500 and 1700. Great. Reminds me of a film I saw recently. The town is under attack by aliens, and so the mayor calls all citizens to the town hall to warn them. However, seeing this, the aliens attack the hall and wipe them all out together. Is that relevant, Agent York? The way they came was fantastic.
I used a combination of balloons and meat sauce for exploding heads. Those aliens start firing their death rays and heads start popping. Splat! Really quite something. Agent York, some of us are trying to eat here. I know, Emily, I'm one of them. Well, anyway, your cooking is the best, Thomas. Thank you. Nope, no problem. Warum haben alle sowas wie Omelettes oder Pfannkuchen, nur er hat ein Sandwich? Na gut, zurück zu den Ermittlungen. Hallo, Carter. Wie geht's? Guten Morgen. Ja, ich sehe gar nichts mehr, aber ist in Ordnung. Oh, so ein niedlicher kleiner Kater. Katze! Wenn wir eine Katzencam anmachen. Jo, jo, jo. So. Geht er wieder. Oder auch nicht? Er will nicht. Ich versuche mit einer Hand zu spielen. Wo ist denn unser... Ich brauche ein Auto. Nee, Kater. Ah! Ja, miau. So. Ich fahre jetzt da wirklich mal hin. Wir sind zwar 2 Stunden zu früh dran, aber wie gesagt, vielleicht kann ich ja, wenn ich dort bin, tatsächlich die Zeit vorspulen. Und wenn nicht, können wir vielleicht einfach warten oder so? Ich weiß nicht. Vielleicht, hoffentlich kann man da angeln oder so. 15 Sekunden sind 1 Minute, also sind 10 Minuten 150 Sekunden, also 2,5 Minuten. Naja. Oh nein, Kater, nicht gegen das Mikrofonkabel. Sonst ist das Mikrofon wieder kaputt. Kann man mich noch hören? Klinge ich noch normal? Oder bin ich zu einem Chipmunk geworden? Kann ich hier über die Wiese da hochfahren? Es sieht so aus, oder? Ah ja, da oben ist wieder Straße. Na dann. Okay. Katzen sind voll süß, das stimmt. Und Arschlöcher gleichzeitig, wie Katzen ja. Halt so sind. Ja. Manche sind mehr Arschloch als andere. Ja, das stimmt. Die niedlichsten Arschlöcher der Welt. Der Gönn ist eigentlich ein ganz lieber. Ja, das stimmt. Nur zu den anderen Katzen ist er manchmal gemein. Ja, das stimmt leider auch. Ah, es funktioniert. Sehr gut. 2 Stunden sind 1/2 Stunde, ja, das wäre schon ein bisschen lang, aber zum Glück geht's auch so. Oder? Zach, Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Tja. Na toll, was machen wir denn jetzt 1/2 Stunde lang? Ach Gott, ich dachte gerade, jetzt ist... Ja. Hä, man kann auch schleichen? Seit wann? Aber da kann man doch bestimmt irgendwo angeln, oder? Hier in der Nähe nicht... Ich fahre noch mal runter in die Stadt. Vielleicht haben irgendwelche Shops offen, wo wir einkaufen können. Ich finde, das ist ehrlich gesagt eine eigentlich sogar ganz coole und mutige Game-Design-Entscheidung, die man heute nicht mehr so machen würde, weil es ja auch schon lästig ist. Aber gleichzeitig irgendwie auch cool, weil es so realistisch ist. Und weil wir jetzt so vom Spiel quasi gezwungen werden, dass wir uns die Zeit totschlagen und dass wir uns einfach ein bisschen umschauen. Ich finde das eigentlich gar nicht doof. Ja, wie gesagt, mutig. Kann man machen, aber hat natürlich auch seine ganz deutlichen Nachteile. Wie zum Beispiel, dass wir jetzt nicht wissen, was wir machen sollen. Aber gut. Ja, wäre es Metal Gear Solid 5, könnten wir einfach rauchen, genau. Und bei Fallout 4 kann man sich hinsetzen. Warum? Also das ist eine von den Änderungen, die ich echt nicht verstehe. Warum man bei Fallout 3 noch immer warten konnte, bei Fallout 4 muss man sitzen. Beim Stehen oder auf dem Boden sitzen ist zu ungemütlich, schätze ich. Keine Ahnung. Das ist komisch. So, schauen wir mal, ob jetzt die Kneipe offen hat.
Dann gehen wir noch einen trinken oder so. Trinken uns Mut an vor der Versammlung. Fallen Crusader fragt, ob ich auch spiele. Also aufgezählt Fallout, Resident Evil, Death Stranding oder irgendwas in die Richtung. Ich spiele auch relativ viel sogar, leider. Ich müsste andere Sachen machen, aber naja, so ist das manchmal. Aber ich habe, also bis auf Fallout. Fallout 4 habe ich mal eine Zeit lang gespielt tatsächlich. Habe es aber nicht zu Ende gespielt, weil mir das tatsächlich einfach nicht so gefallen hat. Das war im dritten Teil schon so. Den habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal angefangen und bin immer bis zur ersten Stadt gekommen und habe dann aufgehört. Weil ich weiß auch nicht, irgendwie Fallout ist irgendwie nicht meins. Ich kann gar nicht genau sagen, wo Franz genau liegt, aber irgendwie bringt mir das nicht so viel Spaß. Und generell Shooter, ich spiele schon teilweise Shooter, aber nicht sehr lang, leider. Das sind immer so Spiele. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. What do you think, Zach? It's going to get fun. Wir haben aber schon rausgefunden, also ich und der Sepuloni reden da öfter drüber, dass, glaube ich, der größte Unterschied zwischen uns beiden ist, der Sebi... Hi. Entschuldige. Schon gut. Der Sebi spielt Spiele vor allem wegen ihrer Game-Mechanik. Der legt ganz viel Wert drauf, dass die Spiele ihnen, also von der Mechanik her, einfach Spaß machen und Story ist ihm nicht so wichtig. Ich spiele Spiele eigentlich vor allem wegen der Story. Also ich spiele eigentlich nur storylastige Spiele und ob jetzt die Mechanik ein bisschen scheiße ist, ist mir dann eher egal. Also ich kann mich da auch einfach, ich stelle dann auf leicht, was ich sowieso bei fast allen Spielen mache, und wenn dann wieder so Gameplay Sequenzen drankommen, dann ist es so, ja. You can't just stroll into a chef's kitchen. Then perhaps you would give me your permission to enter. No, get the hell out of here. Zach, everyone has their own sanctuary. Let's leave him in his. Okay, wollen wir mal mit den Suspects reden? Mr. Francis York Morgan, probier doch mal Ihr bestes Gericht mit Apfel- und Grillsoße, ein Gedicht. Garnier die Speise lecker süß, greif zu, damit du es nicht büßt. So spricht Mr. Stewart. Und du, Suspect, wer bist du? Wir kennen uns FBI noch nicht. FBI Special Agent Francis York Morgan. And you are? Olivia. Olivia Cormack. Nick's Frau, Olivia Cormack. Wer ist denn Nick? Olivia. Now that's a lovely name. Do you think so? You're the only one who's ever said that other than my father and Nick. Oh, it's a very good name. You should be proud of it. There's that famous singer, too, isn't there? From the 70s? She's actually from England, but she's got this really strong image of being an American pop singer. Huh? That's it. Olivia Newton-John. You know of her, right? She's not only a successful singer, she's successful as an actress, too. Personally, I really liked Xanadu back in 1980. She played a cute fairy and just looked amazingly stunning. It's hard to believe she was 32 at the time. Right, Zach? Sorry, I'm not sure what you're talking about. Really? That's a shame. You should watch it when you get a chance. You'll learn to love your name. Oh, okay. So, Olivia, do you know anything about Anna that might be helpful to me? Oh, she was a bright and lovely girl. I can't believe she... Did she ever look worried or anxious? No, not really. I can't believe it, really. I'm never going to see her again, am I? She was here with us, so happy and energetic just a few days ago. She and I... We were getting all excited over some new dessert. Thank you, then. If you remember anything else, let me know. Der Jörg ist echt Nerd. Der Jörg. Ich kann nicht mehr reden. Erinnere mich an mich selbst. Ja, ist auch voll der Film-Nerd. So wird er auch dargestellt. Mr. Hawk.
Mr. Hawkeye. Es ist nicht so, als hätte ich es nicht probiert. Wie gesagt, ich habe Fallout 3, Fallout 4, Fallout 4 sogar relativ lang gespielt, Fallout 3 diverse Male versucht zu spielen, aber musste dann irgendwann mir einfach eingestehen, dass es einfach, also allein schon, dass man alles sammeln kann, alles aufheben kann, sich die Welt aber nach einer gewissen Zeit wieder resettet und wieder alles da liegt, macht mich einfach kaputt. Dafür habe ich eine zu neurotische... Das kann ich verstehen. Das finde ich auch furchtbar. Wesen. Ja, das ist ganz furchtbar. Ich will eigentlich in Spielen, wenn ich so looten und so, ich mache das voll gern, aber ich möchte Ordnung schaffen in solchen Spielen. Deswegen in Minecraft bin ich diejenige, die die ganzen Kisten sortiert und aufräumt. Das stimmt. Und nie rausgeht. Ja. Und Fallout 4 macht sich selbst immer wieder unordentlich. Oh, du stinkst. Stinkender Agent, da ziehen die mir Geld ab, weil ich stinke. Tja. Das ist dieses FBI. Hätte ich irgendwo duschen sollen oder so. Na, na gut. Momentan spiele ich übrigens Animal Crossing viel zu oft. Und Thronebreaker. Ist eigentlich auch ein ganz cooles Spiel. Hat mir fast zu viele Gameplay-Kämpfe. Die muss der Sebi dann immer machen. Ist ganz lustig. Wir spielen das irgendwie so ein bisschen zusammen. Ich treffe die Entscheidung und Sebi muss dann ran, wenn es an die Kämpfe geht. Ach, was machen wir denn jetzt so? Es ist 13.20 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, so totzuschlagen. Das war jetzt ganz cool, dass wir im Diner noch wirklich ein neues Suspect getroffen haben, das wir vorher noch nicht kannten. Ah, hier ist auch noch jemand. Gibt's schon Nebenmissionen, die wir schon haben? Nee, noch nicht, oder? Mission noch nicht verfügbar. Da stehen zwar schon die Namen, von wem man die kriegt, aber okay, gut. Muss man mal schauen. Aber hier wäre noch jemand, den wir nicht kennen. Straße hinter links, schauen wir mal. Die nächste Katze ist aufgewacht. Oh nein, jetzt kommen alle der Reihe nach. Ja, wahrscheinlich. Moment mal, da war ich doch gerade, oder? Da ist noch ein Suspect angeblich, mit dem ich nicht geredet habe. Vielleicht der Koch, aber mit dem Koch kann ich nicht reden. Das ist ja komisch. Aber es könnte schon der Koch sein. Oder bin ich falsch? Harry Stewart. Okay, das ist der Alte im Rollstuhl. Michael Tillotson ist wahrscheinlich sein Assistent. Und Olivia haben wir gerade getroffen. Dann ist es wahrscheinlich der Koch. Okay, können wir uns das sparen. Aber hier in Annas Haus. In Annas Haus, im Haus der Ermordeten. Wahrscheinlich ihre Eltern oder so. Vielleicht sollten wir mit denen mal reden. Das klingt irgendwie sinnvoll. Oder? Dass mit denen überhaupt noch nicht geredet wurde, wundert mich. Sowieso gerade. Wo waren wir jetzt gleich nochmal? Das Spiel ist noch bis Ende nächster Woche für 15 Euro erhältlich auf der Switch. Das ist cool. Nee, ich möchte auf die Karte gucken. Hier hinter mir ist das da, genau, geradeaus bis zum Ende der Straße rechts, dann der nächste links. Okay, machen wir. Und danach ist es vielleicht eh schon zu spät, dass wir den nächsten Fall annehmen können. Hoffentlich, vielleicht. Kann ich in fremde Briefkästen schauen, anscheinend. So, where shall we go next? So, ich glaube, hier sind wir richtig. Schauen wir mal. Apropos Duschen. Bringst mal Heavy Rain auf den YouTube-Kanal. Ist das nicht auf dem YouTube-Kanal? Ist das noch... War das Patreon-exklusiv? Könnte schon sein, ne? Ja, vielleicht, das könnte ich noch unter... jetzt aktuell... Oh, Maschinengewehrmunition im Briefkasten. Aktuell kommen jetzt eh die ersten Folgen von ein paar so auserwählten Patreon Classics. Könnte man das auch mit aufnehmen, auf jeden Fall. Patreon war das exklusiv. Ah ja, genau. Hallo, Suspect! Ja, Anna, ich glaube, das sind die Eltern. Where are you going? Don't leave me.
zu spät, glaube ich. Leider. You Sorry. Do you know where Anna is? Anna. My dear Anna. Zach, let's do this later. I don't think we'll get anything out of her like this. Na gut, aber wir können ja trotzdem... Er ist richtig sensibel. Ja. Wir können uns ja trotzdem hier ein bisschen umsehen und ihre Wohnung looten, wenn wir schon einfach ohne zu klingeln oder zu klopfen reinkommen. What? Was ist denn das für ein grünes Licht von da draußen? Sehr unnatürlich sieht das aus. Oder sind die irgendwie abgeklebt oder so? Aber irgendwo muss hier noch ein zweites Suspekt sein. Ich vermute ein Vater, aber wer weiß. Wir sollten nicht immer so normativ denken. Da bräuchten wir einen Schlüssel für die Tür. Interessant. Ein Arbeitszimmer mit einem Familienfoto. Oder mit dem Lieblings-Retro-Videospiel-Foto-Screenshot. Wer weiß. So pixelig wie das ist. Wo ist die andere Person im Haus? Sag mal, sind hier lauter Fliegen? Ach nee, das bin ich, weil ich stinke. Deswegen umkreist mich eine Fliege. Okay. Wenn du jetzt Animal Crossing spielen würdest, könntest du die fangen. Und ans Museum spenden. Mhm. Das wäre schon cool. Schlafzimmer ist er nicht. Die haben einen begehbaren Schrank. Hör dir das an. Ein Schrank voller Kleider. Sally und Anna wohnten ja schließlich zusammen, oder? Wahrscheinlich. Oh, das ist schwierig. Empfehlung für ein echt gutes Story-Game. Also momentan bin ich ja wieder ein bisschen auf Witcher 3 hängen geblieben. Witcher 3 hat einfach wirklich eine verdammt gut geschriebene Story. Hat halt auch viel Gameplay. Das ist halt schon... Das wiegt sich da auf, aber... Also, mir wurde gerade die Frage gestellt, was eine Empfehlung ist für ein gutes Gameplay-Spiel. Quatsch, kein Gameplay-Spiel, für ein gutes Story-Spiel. Sebi, hast du eine Idee? Also, Disco Elysium. Ah, das habe ich noch nicht gespielt, aber ich höre Gutes davon. Disco Elysium ist echt super. Ich glaube, wenn es um Story geht, ist das schon von allem her eines der besten überhaupt. Das gibt es momentan zwar nur für den PC, kommt aber bald auch für alles Mögliche, glaube ich. Ja, kommt auch für die Switch. Ja, genau. Und ich habe auch gelesen, weil momentan gibt es das nur auf Englisch und man braucht für das Spiel schon relativ gute Englischkenntnisse, weil das schon auch Fachbegriffe benutzt und so weiter. Das ist nicht so super leichtes Englisch. Aber da sollen auch bald Übersetzungen kommen für alles Mögliche. Und ansonsten finde ich Witcher 3 auch, was so Stories angeht, die Geschichten angeht, die Charaktere angeht, gehört das auf jeden Fall zu den besten, was Videospiele zu bieten haben. Ja, und definitiv. Ich bin auch kein Fan von dem Gameplay, aber ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf ganz leicht stellt, dann drückt man halt die ganze Zeit die X-Taste, bis alle tot sind und dann passt es auch wieder. Genau. Bamsi, danke fürs Abonnieren. Yeah. Seit 24 Monaten. Ich dachte, wir waren schon bei 24 Monaten. Aber gut. Du kannst gehen. Dankeschön. Die Switch-Version gekauft, Metatron. Cool. Cool, cool. Mensch, was machen wir denn jetzt bis 15 Uhr? Das ist ja furchtbar gerade. Wir müssen irgendwie eine coole Aktivität uns noch suchen. Das dauert noch länger, als ich dachte. Schauen wir mal. Was gibt es denn hier in der Nähe noch? Das Rennen ist das wir schon gemacht haben, ne? Irgendwie doof, dass die... nicht irgendwie markiert werden, als schon mal erledigt. Ah, das machen wir. Ah, da unten könnte ich sogar noch schlafen und Zeit vergehen lassen. Aber wir holen uns jetzt den Knochen. Man kann sich nämlich auch als Archäologe betätigen. Beziehungsweise noch einen uralten Mordfall aufdecken. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur noch, dass diese Knochen Menschenknochen. Da holen wir uns jetzt... Achtung! Tütüt! Da holen wir uns jetzt den ersten Fall. Und dann können wir endlich zum Gemeindezentrum, wo wir nämlich noch viele andere von den ganzen Charakteren und NPCs kennenlernen, die alle auch ihre eigenen Quests dann für uns mitbringen. Oder viele davon zumindest. Ja, ich glaube, wenn wir den Knochen haben, könnte es übrigens eh schon soweit sein vielleicht. Voll Crusader, dankeschön! Da kommen wieder die Bits ins Glas. Ich muss schnell aufs Glas gucken. Die Pride-Herzchen. Yeah!
Dankeschön. Okay, lass mich mal schnell schauen. Nochmal kurz. Mir fällt übrigens als anderes Spiel ein, was ich auch, naja, auch wieder nur bedingt empfehlen kann, wo ich aber die Welt sehr mag und die Charaktere sehr mag und so weiter. Das wären auf der einen Seite Mass Effect. Wenn du, wenn man das noch nicht gespielt hat, dann sollte man echt also Andromeda nicht. Genau. Andromeda nehmen wir da mal raus, aber die Originaltrilogie ist schon echt cool. Also die Hauptstory ist so eine typische, du bist der auserwählte Story, wie es aber in den meisten Spielen so ist. Das ist ein bisschen langweilig vielleicht, aber die, das wird durch die ganzen Charaktere und deren Storys eigentlich ziemlich weggemacht. Die sind halt einfach cool. Also Mass Effect kann man schon echt empfehlen, die Trilogie mal zu spielen. Das stimmt, kann ich auch empfehlen. Ich finde vor allem eigentlich den zweiten Teil am besten, der witzigerweise so ein typischer Lückenfüller zweiter Teil ja, von der Hauptstory. Also die Hauptstory ist im zweiten Teil so, na bla, aber die Charaktere, also die Charaktere, die man trifft, die man rekrutieren kann, die haben einfach echt coole Story. Ja, die Begleiter, genau, das geht hauptsächlich. Das ist auch so der Kern des Spiels so ein bisschen. Die Hauptstory dreht sich im Grunde zu 90% um die Story der Begleiter und das ist eigentlich ziemlich cool. Genau. Und ein anderes Spiel, was ich auch noch sehr mag, ist, Dragon Age. Oh, ein Hündchen. Der komische Geräusche macht. Und der sieht aus wie ein sehr kleiner Dobermann oder so, oder? Ist aber winzig. Naja, aber auf jeden Fall, die Dragon Age Welt ist auch echt cool. Und die Charaktere, die man da so treffen kann, das... A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Vielleicht, ja. Wäre vielleicht eine gute Idee. Vielleicht, ja. Also, Dragon Age kann man auch mal reinschauen, wenn man das mag. Hauptstory ist genauso wieder auch so, du bist der Auserwählte. In jedem Spiel, mehr oder weniger. Das erste ist sogar noch am coolsten, aber das ist schon sehr oldschool. Da muss man halt auf so alte Rollenspiele stehen. Lord Killermiete, vielen Dank für die Spende. Super nett. Dankeschön. Ich sehe es jetzt erst, da guckt immer wieder ein Herz aus dem Einhorn raus. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Cool. Metatron hat jedes Final Fantasy Spiel, das es in Deutschland so gibt, sagt er gerade. Oh, das fällt mir auf. Finde ich schon cool. Final Fantasy ist natürlich auch immer so ein guter Kandidat für ein Storyspiel. JRPGs eigentlich. JRPGs generell, ja. Final Fantasy... Ich mochte ja den 15er im Gegensatz zu vielen anderen. Ich hab den zwar nie zu Ende gespielt, aber ich finde es auch nicht so schlimm, dass ich nicht verstehe, worum es da so richtig geht, dass das so ein bisschen verschrobelt ist, aber ja, vielleicht ist, muss man auch sagen, Story finde ich zwar schon auch cool und wichtig, aber die Charaktere müssen halt gut gemacht sein. Und das hat Final Fantasy 15 einfach auch gut geschafft. Die Charaktere und wie die zusammen spielen, die vier Hauptcharaktere. Das ist schon... Ich mochte die alle, auch wenn die aussehen wie eine schlimme Japano-Boyband. Aber die sind trotzdem cool. Ja, ich finde auch. Ich mochte die eben auch. Ich mochte Final Fantasy 15 auch hauptsächlich wegen denen. Und dieses super simple Gameplay und diese echt nicht guten eigentlich Fetch-Quests sind halt irgendwie echt so gemütliches vor sich hinspielen, was ich auch gar nicht schlecht finde. Ich habe eigentlich immer gern diese Dungeons erkundet und so. Ich fand das schon auch irgendwie nett. Ja, ich auch. Wie gesagt, das ist auch echt ein Spiel, das muss ich irgendwann mal zu Ende spielen. Muss ja nicht immer alles fordernd und aufwendig und Action oder viel Strategie sein. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach einen Knopf gedrückt hält und zuguckt, wie sich die Action entfaltet. Ja, man musste mehrere, je nachdem, was angesagt war, gedrückt halten. Ja, das stimmt. Also, es war nur ein Knopf. Final Fantasy 13 hingegen ist absolute Grütze. Den mochte ich auch gar nicht. Ah, furchtbares Spiel, furchtbar. Ich kann ehrlich gesagt nicht hundertprozentig mit dem Finger drauf zeigen, warum, aber irgendwie haben die das, finde ich, voll vermasselt. Da kommt, für mich kam da nie Spielspaß auf. Nee, für mich auch Weder nicht. In der offenen Welt, die dann irgendwie erst ganz spät kommt, noch in dieser vorherigen, schlauchigen Welt und so. Ich fand es einfach irgendwie misslungen alles. Keine Ahnung, warum genau.
Ich bin wieder verirrt. Metatron sagt gerade, dass er Final Fantasy 15 auch mochte, aber dass die jetzige Version einfach ein ganz anderes Spiel ist als die Hauptversion. Und das muss so ich echt mir mal angucken. Meine Güte. Ja, es ist wirklich krass. Und ich höre das immer wieder, dass es ein ganz anderes Spiel jetzt ist. Und deswegen würde ich es jetzt gerne mit den ganzen Patches nochmal spielen. Man, ich glaube, das ist eine ganz andere Erfahrung. Ja, man kann jetzt mit dem Auto Offroad fahren und nicht mehr nur auf den Straßen. Man kann sogar fliegen damit und so weiter. Aber fliegen konnte man das nicht auch schon von Anfang an theoretisch, wenn man den vielleicht, auf 100%... Vielleicht, aber so weit bin ich gar nicht gekommen. Das weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt ein Offroad-Upgrade. Und man kann dann wirklich in der Welt rumfahren. We need to be at the community center by 1500 today. Just think of talking in front of all those people. Das Spiel sagt dir, dass du jetzt langsam mal zum Community Center fahren solltest. Nee, aber wir müssen noch eine Stunde. Ich habe schon echt... Ich suche gerade noch einen Schlafplatz, damit wir noch mal kurz einen Powernap einlegen können. Was ich auch wegen seinen Charakteren vor allem empfehlen kann schon, aber die Hauptstory, naja, es gibt so Einschränkungen, ist das neue Fire Emblem. Das habe ich auch sehr lang gespielt. Ja. So, genau, wenn ich jetzt einfach gerade ausfahre, kann ich eine Stunde pennen. Obwohl der Sebi immer sagt, dass die alten Fire Emblems besser waren. Ich finde schon. Ich finde, der Gamecube-Teil und der Wii-Teil sind die Krönung der Reihe so ein bisschen. Das waren die coolsten Spiele. Können wir nicht die anderen nicht mithalten. So, und jetzt schlafen wir hier in der Scheune oder wie? Naja, gut, in so einem kleinen... Warum nicht? Aber ich finde jetzt Three Houses nicht schlecht oder so. Mir macht halt da auch vor allem das Gameplay Spaß, das Rundenbasierende. Aber, ja gut, was vielleicht fällt mir gerade ein, wenn man das mag, dieses XCOM Chimera Squad, dieser XCOM Spin-Off, den es jetzt gibt, das ist ein sehr storylastiges Spiel. Das erzählt die Geschichte der Welt von XCOM weiter nach XCOM 2 und ist sehr stark auf die Charaktere fokussiert. Und hat zwar rundenbasierende Kämpfe, also wie die alten XCOM-Spiele, die sind aber sehr viel kürzer, kleiner und schneller. Und es geht wirklich sehr stark um Story und Figuren. Also das würde ich sogar fast empfehlen, wenn man sich für die Welt... Oh nein, wir können nur 3 Stunden schlafen. Dann ist es 16 Uhr. Nee, warte mal, dann ist es sogar schon zu schnell. Können wir nie machen. Das wäre es jetzt gewesen. Wenn du das gemacht hättest, dann hättest du... ja. Fail Patent. Gehabt. Ja. Genau. Fliegen konnte man vorher schon, aber Offroad ist neu. Ah ja, genau. Cool wäre es, wenn man auch das Pferd reiten könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Ach komm schon, eine Stunde noch totschlagen. Ich muss erstmal einen Weg finden, diesen Hof hier zu verlassen. Ich befürchte, wir können nicht durch den Zaun brechen. Nope. Ziehen geht uns bald aus vor lauter Rumfahren. Zack, if you notice anything, just stop me. Was machen wir denn? Wollen wir noch eine Stunde lang angeln irgendwo mit unserer neuen Angelroute? Vielleicht. Der Farmer wird sich auch bedanken. Dass ich dem die Tore kaputt fahre.